Hey, schön, dass du dich verklickt hast. Wer bisher vielleicht eine Smartwatch zum Tracken von Fitness- und Gesundheitsdaten genutzt hat, kann dies jetzt auch mit dem Samsung Galaxy Ring. Es ist sicherlich nicht für jeden etwas, aber wer zum Beispiel nicht gerne eine Smartwatch trägt und trotzdem einen unauffälligen Fitness-Tracker möchte, ist hier genau richtig. Man kann aber auch Uhr und Ring kombinieren und dann noch genauere Daten erhalten. Der Galaxy Ring ist kompakt und leicht, gefertigt aus Titanium mit einer Kunststoffbasis und in verschiedenen Farben erhältlich, damit er zu eurem persönlichen Stil passt. Dank seines geringen Gewichts und der angenehmen Passform soll er euch auch beim Schlafen oder bei sportlichen Aktivitäten nicht stören. Samsung empfiehlt ihn zwar am Zeigefinger zu tragen, aber letztendlich entscheidet ihr, welcher Finger am besten für euch passt. Bestellt euch am besten vorher das kostenlose Größenprobierset, damit der Ring auch wirklich gut sitzt. Aber auch wenn er wirklich angenehm zu tragen ist und man ihn nach kurzer Zeit fast vergessen hat, sollte man wissen, dass ich die Sensoren auf der Innenseite schon spüren kann und da der Ring auch etwas dicker ist, kann man ihn dann auch spüren, wenn man zum Beispiel mal die Hände schüttelt. Um den Ring in Betrieb zu nehmen, benötigt ihr ein kompatibles Android-Smartphone und einen Samsung-Account. Die Einrichtung erfolgt dann ganz einfach über die Samsung Wear App. Eure gesammelten Daten könnt ihr dann anschließend bequem in der Samsung Wear oder Samsung Health App einsehen und analysieren. Aber was steckt eigentlich in diesem kleinen Ring? Samsung hat ihn mit 3 verschiedenen Sensoren ausgestattet, um eure Gesundheits- und Fitnessdaten genau zu erfassen. Ein Beschleunigungssensor trackt eure Bewegung und ermöglicht so die Schritt- und Aktivitätserkennung. Ein Pulssensor überwacht kontinuierlich eure Herzfrequenz, ideal um beim Sport im optimalen Bereich zu bleiben oder um Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen. Und ein Infrarot-Temperatursensor misst eure Hauttemperatur, was besonders bei der Schlafüberwachung und der Erkennung von möglichen gesundheitlichen Veränderungen hilfreich sein kann. Neben den klassischen Fitnessfunktionen bietet der Galaxy Ring noch weitere spannende Features. Er kann beispielsweise abnormale Herzfrequenzen erkennen und euch warnen, wenn ihr euch zu wenig bewegt. Außerdem gibt es eine Schlafüberwachung inklusive Blutsauerstoffmessung, die euch dabei helfen kann, euren Schlaf besser zu verstehen. Und für Frauen gibt es sogar eine Zyklus-Tracking-Funktion. Ein weiteres Highlight ist die Gestensteuerung, mit der ihr bestimmte Funktionen eures Smartphones direkt über den Ring steuern könnt. Stellt euch vor, ihr macht ein Selfie, indem ihr einfach mit dem Finger in der Luft wischt. Oder ihr schaltet den nervigen Wecker aus, ohne euer Smartphone überhaupt in die Hand nehmen zu müssen. Diese Funktion der Gestensteuerung ist allerdings momentan nur auf Samsung-Smartphones verfügbar. Exklusiv für Samsung-Nutzer gibt es außerdem Galaxy Eye in der Samsung Health App. Diese künstliche Intelligenz analysiert eure Fitnessdaten und gibt euch personalisierte Tipps, um eure Gesundheit und Fitness zu verbessern. Sie kann euch zum Beispiel daran erinnern, euch mehr zu bewegen oder schlägt euch passende Workouts vor. Außerdem überwacht sie eure Herzfrequenz und warnt euch, wenn Auffälligkeiten auftreten. Ein weiteres cooles Feature ist der Energiewert, der euch auf einen Blick zeigt, wie fit ihr gerade seid. Die Akkulaufzeit des Galaxy Ring hängt von der gewählten Größe ab, aber Samsung gibt einen Richtwert von etwa 7 Tagen an. Geladen wird er ganz einfach in einem praktischen Ladeetui, das euch auch als Transportcase dienen kann. Ich habe hier die Größe 10 und kann problemlos über 7 bis 8 Tage. Natürlich hat der Galaxy Ring auch eine Schattenseite. Für einen Preis von 450 Euro, denke ich mal, hätte man sich schon ein bisschen mehr Funktionalitäten gewünscht. Trotzdem ist es ein interessanter Einstieg. Ihr müsst aber bedenken, dass der Ring ohne euer Smartphone mehr oder weniger nutzlos ist. Insgesamt ist der Samsung Galaxy Ring ein faszinierendes Gadget für alle, die eine unauffällige und stylische Alternative zur Smartwatch suchen. Er bietet euch viele Funktionen und liefert genaue Gesundheits- und Fitnessdaten. Mit Galaxy Eye auf Samsung-Smartphones bekommt ihr sogar praktische personalisierte Tipps und Einblicke. Allerdings ist er ziemlich teuer und wie gesagt, ohne Smartphone nur sehr eingeschränkt nutzbar. Samsung dürfte dem Galaxy Ring als weltbekannte Marke dieser neuen Wearable-Kategorie den Weg in den Massenmarkt ebnen und wir sind gespannt, wie sich smarte Ringe in der Zukunft weiterentwickeln werden. Jetzt würde mich interessieren, was ihr von dieser Kategorie Wearables haltet. Würdet ihr solch einen Ring tragen? Schreibt es mal in die Kommentare. Auf dem Weg zu den Kommentaren lasst einen Daumen hoch und ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr euch beim nächsten Mal wieder verklickt. Vielen Dank für dieses Verklicken und bis zum nächsten Mal.